Interessiert auch immer die Frage, wie gestaltet man eigentlich in einem Unternehmen eine Kultur, die es zulässt und die es fördert, dass die Mitarbeiter gerne zur Arbeit kommen, ne? Dass sie einen guten Job machen. Was kannst du da teilen aus deinen Erfahrungen oder was habt ihr konkret auch getan, um eine gute, positive Unternehmenskultur zu gestalten? Ja, ich weiß immer nicht, ob ich der Richtige bin, um das zu sagen. Das muss man eigentlich irgendwie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen. Weil wenn ich sage, wir haben eine gute Firmenkultur, dann kann das auch sein, dass die das ganz anders sehen. Aber ich versuche eigentlich, möglichst wenig als Kontrollfreak zu nerven. Das ist auch nicht meine Art. Ich bin nur irgendwie so Rechtschreib- und Grammatik-Nazi, weil ich irgendwie Sohn von einem Deutschlehrer bin. Also das ist wirklich das Einzige, wo ich wirklich extrem nerven kann. Ansonsten finde ich eigentlich, man sollte Leute laufen lassen. Und man sollte Leuten auch immer sagen, dass man davon ausgeht, dass sie es können. Und also positiv bestärken und nicht die ganze Zeit rumnerven mit harten Deadlines und so weiter, die nur dazu führen, dass irgendwie Stress aufgebaut wird und man sich eigentlich nicht mehr um das primäre Ziel kümmert, nämlich was Tolles abzuliefern, sondern sich vor allem darum kümmert, etwas in der richtigen Zeit abzuliefern. Also natürlich braucht man auch eine gewisse zeitliche Eingrenzung, das ist klar, aber ich habe das ganz oft erlebt, jedenfalls auch in der Agentur, dass der Kunde eine Deadline geliefert hat, die völlig absurd war, um dann festzustellen, dass der Kunde zu dem Zeitpunkt gar nicht am Platz war, gar nicht im Unternehmen war, sondern irgendwie auf einer Fortbildung, im Urlaub oder sonst was. Und dann, wenn du das dann merkst, dann fühlst du dich einfach verarscht und du hast irgendwie 3 Tage lang irgendwie wie ein Bekloppter gerödelt, um das abzuliefern. Und sowas möchte ich eigentlich für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht. Also ich möchte eigentlich, wir sind auch ein sehr kleines Team, wir sind ja nur 6 Leute, aber ich möchte eben schon, dass jeder in der Lage ist, so zu arbeiten, wie er oder sie das für richtig hält.